Ja, hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal, bei Arismania. Heute ist der 29.07. Ich habe wieder einen 15er Schlüsselstein, wie ihr seht, gespielt in der letzten ID und somit wieder ein 475er Loot-Item gesichert. Das bedeutet, dass wir die jetzt gleich aufmachen. Mal gucken werden, was wir Schönes drin haben. Spannung ist groß. Achso, wartet mal. Wer sollte vielleicht die Beutespezialisierung vorher nochmal checken? Haben wir gemacht auf Vergeltung? Weil wir sind ja ein Retri-Paladin. Und lassen uns mal überraschen. Wir haben bekommen einen Finger. Mit Tempo Mastery. Der ist geil. Den habe ich auch schon bekommen. Letzte Mal in der... Entschuldigung, in der... Mechagon. Instanz. Da ist er. Auf 460. Der ist hier natürlich bedeutend besser. Den legen wir gleich an. Wir kriegen jetzt nochmal Corruption-Werte dazu. Entschlossenheit. Dass unser Tempo erhöht ist. Um 12% brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Der ist aber gut, denn dadurch kann ich den jetzt wieder auslegen. Also ablegen. Und wieder die Taille anlegen mit Mastery und Crit. Ich glaube, das war der hier. Mal ganz kurz nachgucken. Ja, und das war die Taille gewesen. Jetzt sind wir bei 32 Corruption. Das ist gut, denn alles unter 39 ist awesome. Wir haben 3000 Echos von Naya Lothar. Wir gucken mal nach, ob wir vielleicht uns was holen können. Titanresidium haben wir 3800. Das reicht nicht aus. Aber vielleicht können wir uns noch eine schöne Verzauberung organisieren. Für unser Gear, um unsere Corruption natürlich noch ein bisschen nach oben zu drücken, aber halt auch um die sekundären Stats weiter zu verbessern. Ne? Das wäre schon echt cool. Das würde sich wirklich stark bemerkbar machen. Gucken wir mal rein, was wir haben. Benötigt. Und wir haben Entschlossenheit, Raserei. Das ist übrigens mein Telefon. Da musste ich jetzt mal ganz kurz die Aufnahme pausieren, denn ich hatte die Telekom am Telefon und ja, da musste ich kurz rangehen. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso einen guten Loot wie ich in meiner Weekly-Kiste. Wie gesagt, der Ring, der ist wirklich mega gut. Ich lasse den Verderbnis-Proc auch erstmal drauf, weil Mastery ist momentan nicht zu haben. Und das ist besser als gar nichts. Von daher, pff, ja, nehmen wir mit. Ne? Was wir kriegen, kriegen wir. Wisst ihr Bescheid. Und von daher, ja. Lasst mich daran teilhaben, was ihr hattet. Ich bin gespannt. Und ja, hoffe, ihr bleibt gesund und würde sagen, wir sehen uns heute beim Raid auf jeden Fall wieder. Ne? Also, haut da rein. Bis nachher. Ciao.